Okay, okay. Machen wir einfach mal Believe, komm. Lie. Oh, auch wenn das da... Oh Gott, kommt da vor dir irgendwas? Da tropft da noch was. Ist das krass? Hey, Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen bei Don't Let Me Die and Retry. Mir wurde Don't Let Me Die and Retry ans Herz gelegt. Ich soll es mir einfach mal anschauen und ich dachte mir, okay, aber wehe ich erschreckt dabei. Hey! Au secours! Quelqu'un! Je suis enfermé, je peux pas bouger! J'ai pas été enfermé vivant. Non, 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 non! Ah. Okay. Mach ich jetzt hier? Wow! C'est quoi qui m'a touché? What just poked me? Qui contrôle mes gestes? Wer kontrolliert meinen Körper? Faites-moi sortir, s'il vous plaît, aidez-moi. Er weiß, dass wir ihn spielen. Er ist sich dem er ist sich bewusst, dass er gespielt wird. Das ist ja mal interessant. Es ist ja ähnlich wie diese Bücher, in denen dann die Figur mitbekommt, dass sie gelesen wird. Und das ist ja. Das kann natürlich spannend werden, ne? Mit so einem kleinen Glatzkopf. Guck mal in sein Gesicht. Ach Gott, ist das ein hübscher Kerl. Okay, gut, jetzt aber mal im Ernst. Hey. Hier was. Okay. Ah. Vous pouvez agir à travers les néons. Über die Neonlichter können wir hier also anscheinend agieren. Man kann den Knopf gar nicht drücken, kein Wunder. Okay. Genial. Non mais, ça a l'air accueillant, je dis pas. Je sais même pas si tu m'entends. Mais je vais te tutoyer, histoire d'être moins seul. Es ist sehr cool. Er spricht jetzt die ganze Zeit mit sich selbst, er ist sich im Klaren, dass er gesteuert wird. Und er findet das jetzt ziemlich gemütlich sogar. Ich meine, ich finde es an sich auch ziemlich nice, wenn jetzt hier eine fette, basslastige Musik spielen würde, wäre das schon so ein bisschen mit einem Club. Mit Bitches hier, Bitches dort, Bitches an jedem Ort, aber hier sind keine Bitches. Was haben wir jetzt? Hat er dazu auch noch eine Meinung? Nee. Okay. Hey, je le sens pas. Sans déconner, je le sens pas du tout là. Ja, at your own risk? Okay, okay. Also wir wollen nicht, dass er stirbt. Er ist immerhin unser kleiner Hämpfling. Also er ist, warte, er sieht aus wie ein... Jacques! Das ist Jacques! Jacques, der Sack. Das ist Jacques. Try this. Das hört sich doch also, oder? Jacques, was sagst du? Dazu sagt er nichts. Wir gucken mal. Laber nicht. Nein, Jacques. Da war überall Stinke, wie gemein. Ich bin mort. Mort? C'est toi qui m'as fait revenir? Attends. T'es là pour m'aider? Ou t'es là pour t'amuser? Das ist echt extrem cool. Non. Also. Là, j'ai pas envie, là. Vraiment pas. Und ich muss ihn jetzt dazu zwingen. Das ist ja fast so wie diese Versuche damals. Mit den Leuten, wo man ihnen Stromschläge gegeben hat. Alter Verwalter, krass. Es ist nur ein Spiel, aber er weigert sich. Aber ich muss es jetzt machen. Wahrscheinlich werden wir hier auch vergiftet. Guck dir das doch mal an. Komm. Voll daneben geschlagen. C'était quoi ce bruit dans la grande pièce? C'est moi qui fais ça? Ha. Das sieht ja schon mal. Ah, was haben wir denn da? Aha. Ein weiterer Schalter. Diese ganze Neonaufmachung gefällt mir extrem gut. Sieht sehr, sehr cool aus. Wir schauen mal, was jetzt. Bouton rouge. C'est sérieux? Test nochmal, komm. Du wirst schon nicht sterben. Wow. What? Dude. Oh, hier ist überall Kacke irgendwie. Oh. Okay. Okay, okay. Also hier ist jetzt zu. Hier ist zu. Ist auch keine unsichtbare Wand, nein. Also wir haben nach wie vor diese drei Türen in diesem großen Raum, der sich dann scheinbar einfach nur dreht. Und jetzt haben wir wieder zwei Wale, nehme ich an. Wir haben einmal das Grüne hier. Das wortwörtliche Neongrüne. Oh. Das sieht irgendwie gar nicht schlimm aus. Hello. Hello. C'est un jeu, c'est ça? Okay, ich nehme einfach mal an. Start game. Pourquoi ça m'arrive à moi? Sérieux. Okay, das finde ich wirklich extrem cool. Das ist ein extrem cooles Spiel. Stanleys Parable war ja auch so ein Spiel, das dich so ein bisschen, ne? Das auch besonders war. Aber das hat doch jetzt auch einiges. Il y a pas notre contrôle là devant. Tu peux jeter un œil au néon sur le mur pendant ce temps? Feel lucky, yes or no?
Wir sind vorhin verreckt, ich würde sagen nein. Ah, ça fait mal, bordel! Fais gaffe, s'il te plaît! Wie unglücklich! Das ist ja wirklich unglücklich! Ja, okay, dann yes. Belief or violence? Haben wir Glauben? Oder glauben wir? Oder sind wir eher die Violenten? Die Gewalttätigen? Ich würde sagen, ich nehme an, bei Gewalt passiert was ziemlich Cooles, aber wir wollen unserem kleinen Menschen es nicht antun. Jacques. Ja, der hat schon jetzt eben einen Stromschlag bekommen. Also von daher, machen wir einfach mal Belief, komm. Lie. Oh! Je t'en supplie, trouve le moyen d'arrêter ça! Okay, 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 okay. Yes, violence. Bon, on continue comme ça, d'accord? Okay, also ich würde sagen, aus diesen Spielen heraus, also das war viel lucky, yes, also praktisch was eindeutig Gutes ist auch zu einem Guten geworden. Hier ist es eindeutig Schlechte zum Guten geworden und mal denken wir, es wechselt ab oder bleibt das gleich. Courage ist ja eigentlich was Gutes, so eine Beerdigung eher was nicht so, also ich meine, naja, Beerdigung! Ja! Real oh, fun. Oh, j'ai cru que j'allais griller ici. On sort d'ici maintenant. Junge, wir machen das. Auch wenn das da... Oh Gott, kommt da vor dir irgendwas? Da tropft da nur was. Ist nur Wasser, glaube ich. Boah. Ihr habt mir nicht gesagt, dass das so ein Spiel... Oh nein, da steht doch jemand. Ah. Was war das? Er hat den Kopf abgeschnitten. Jetzt sehe ich keinen Appelmann. Wo kam der her? Oh Gott, da liegen wir. Nein! Voll gekribbelt. Das ist hier nur irgendein Scheiß. Wasser oder so. Ha. Okay. Dann öffnen wir die Tür. Um schnell von diesem Mörder wegzukommen, der da scheinbar haust hier. Hm. Das ist so eine gute Idee. Schau doch mal. Die Couloirs sind mit diesem Trick, der nicht loin. De mieux en mieux, bordel. Oh. Okay, we are in this together. C'est sympa. Mais je suis tout seul coincé ici. Enfin, merci quand même. J'imagine. Ah. Was? To the yellow room? Okay, okay. Nee, oder? Kann ich nicht anklicken, ne? Das ist ja. Da geht's zum Yellow Room. Live Goals. Moi, c'est faire du vrai journalisme. Toi, c'est de me faire sortir de là. Pas vrai? Ja. Par là? Oh Gott, nein! Zurück! Was ein widerliches Viech, Mann! Okay, 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 okay. Fear does not stop death, it stops life. Y'a des moments, je sais pas si tu m'encourages ou si tu mets la pression. Gut, dann gehen wir zum Green Room. Das Viech ist da gerade hinter uns. Who's waiting outside? Alter, lauf zurück! Wir gehen jetzt mal zum Yellow Room. Oh fuck, dann gehen wir auch hier vorne lang. Na super. Ich glaube, da vorne wartet's rechts. Oh Mann, das läuft jetzt gar nicht mehr. Halt. Nein, war schon gut. Komm, wir drücken hier mal den Schalter. Okay, hey, wir haben schon mal was angekriegt. So, beide Ströme sind aktiviert, meine Damen und Herren. Und anscheinend ist das Viech weg. Wir haben es im Griff, Leute. Jetzt sind die Generatoren am Start und wir können hier drauf drücken. Go. Oh nein. Wir mussten jetzt echt... Ja. Ist das krass? Also wir wachsen über unseren Tod hinaus. Wie kommen wir denn jetzt in den... Ich nehme an, wir müssen auf Green Room drücken. Ah, wir können wieder laufen. Sehr schön. Leute, das ist wirklich ein extrem geiles Spiel. Also, ich habe schon lange nicht mehr sowas Interessantes gespielt. Und ich fühle jetzt schon so ein bisschen mit Jack. Also, ich will ihn nicht unbedingt jetzt in den Tod schicken. Ich werde es machen, auf jeden Fall. Aber ich will es nicht machen. Also, ich werde es machen, auf jeden Fall. Aber ich fühle mich dabei schlecht.
Hey. Hey, tu fais quoi là? Tu te casses sans moi ou je rêve? Je croyais qu'on s'entraidait. Comment tu peux me lâcher comme ça, enfoiré? Me laisse pas crever ici tout seul, je t'en prie! M. What? Das war's! Ich hoffe, wir haben ihn jetzt nicht wirklich alleine gelassen. Also ich meine, er kann ja noch bis zum Ende laufen. Dann sieht er auch hier die Credits und kann aus dem Computer rausgrabbeln, oder? Also das ist wirklich ein extrem cooles Spiel. Zwar sehr, sehr kurz, leider sehr, sehr kurz. Aber höchst interessant. Wow. Habe ich inzwischen durch Charles genannt, obwohl ich ihn Jacques getauft habe? Ich habe mich ja so um ihn gesorgt.